So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahmens ist der Dicke. Ein kleines, fixes, spontanes Video, denn ich habe ein ganz dringendes Paket bekommen von Brainy Stendal. Den kennt ihr vielleicht als Brainy aus der Community. So, wer den kennt, schreibt es mal rein. Der hat auf jeden Fall einen richtig genialen Namen. Den würde ich so liebend gern vorlesen. Einfach der PH, ne? Wer kennt ihn? Der Name, der Vorname schon alleine und noch der Nachname. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin total gehypt. Der Brainy ist auf jeden Fall ein Chili-Liebhaber. Der baut selber auch Chilis an, Chilischoten, alles Mögliche. Und der hat mir ein Paket jetzt geschickt und gesagt, am besten testest du das mit dem Hannes. Jetzt weiß ich aber nicht, wann der Hannes das nächste Mal kommt. Deswegen mache ich hier einen kleinen Aufruf. Ich brauche jemanden, der gerne scharf isst oder jemanden, der überhaupt gar nicht scharf isst und mit mir ein gemeinsames Video machen möchte. Am besten morgen, ne, sozusagen. Wenn nicht, wenn sich da keiner findet oder das zeitlich überhaupt gar nicht passt, muss ich da alleine durch. Der hat mir nämlich frische Chilischoten geschickt von seinem Garten und da hat er etliche Sorten rangezüchtet. Ich habe das jetzt hier schon mal aufgemacht, was ich sehr cool fand. Das ist dieses kleine Paket. Ich mache das auf und was habe ich da drin? Lauter so Katzenschleckerlis, Katzensticks. Die tun wir mal hier raus. Die legen wir mal hier drüben rein, weil der Adi ist zwar da, aber der ist auf der Waschmaschine da hinten. Dann haben wir hier, wenn wir das nämlich alles rausgemacht haben, auch dieses Smiller Multivitamin. Nicht nur, dass das Packungsmaterial ist, dass nichts rumfliegt, ist auch noch für die Katze, also richtig genial. Und jetzt habt ihr diese Schachtel hier übrig. Guckt euch das mal an. Richtig genial, eine ganze Schachtel voll Chilis, ein ganzer Karton voll Chilis und da sind verschiedene drin. Ihr seht ja schon, ihr habt hier kleine rote, ihr habt hier große gelbe, ihr habt hier kleine dick bumsige, ihr habt hier, keine Ahnung, anders bumsige dicke, ich glaube, sind das Carolina Reaper? Ist das was ganz anderes? Ihr habt hier so richtig bräunliche. Die sehen aus, wie als wären die vergammelt. Aber nein, die sind so. Ist irgendwas mit Schokolade oder so. Und dann habt ihr hier hinten noch so gelbe. Gelbe, komische. Ich glaube, das hat was mit Habanero zu tun. Er hat mir auf jeden Fall Bilder auch geschickt in WhatsApp. Da hat er jede einzelne Sorte mal abfotografiert. Und das auch dazu geschrieben, was ist. Und was wie scharf ist, und das geht bei 10.000 Scoville, glaube ich, los und geht auf 2,2 Millionen Scoville. Wir haben letztens Jahr, ich kann das ja mal versuchen, hier nebenbei einzublenden in Bildern, wir haben letztens Jahr mit Hannes, als er da war, dieses Scoville-Labor getestet, da war die höchste Soße 13.000 und die mildeste war 400. Das war also nichts, das war Kindergarten. Hier habt ihr jetzt richtige Chilis. Richtig brutale, frische, leckere Chilis, die verschiedene Schärfen haben. Ich möchte mich da mal durchtesten und entweder finde ich ganz kurz für ein ganz fixes Projekt, für ein Eintages-Video-Dreh, bam, diese Challenge, jemanden, der sagt, das möchte ich unbedingt gerne mitmachen, dafür komme ich auch zu dir. Oder ich habe Pech, denn ich kann die nicht so lange aufheben. Ich hatte jetzt schon Bammel, weil die Klingel nicht geht, dass die hier verdörren, weil die Post die schon wieder mitnimmt und dann irgendwo rumlagert und sonst was. Ich leg die jetzt hier hin. Auf die Heizung. Ich lege die jetzt hier hin und ich guck mal, ich lade das Video schnell am, ich glaube Mittwoch oder so, Mittwoch das fix noch hoch. Die sind am Montag mit der Post gekommen, Mittwoch kommt das Video. Vielleicht findet sich irgendjemand für irgendwas ganz spontan irgendwie ein, wenn nicht, muss ich halt da alleine durch. Aber das werde ich auch schon packen. Auf jeden Fall weiß ich sonst nicht, wen ich fragen kann. Hannes sollte dabei sein, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wann Hannes das nächste Mal kommt und Zeit findet. Ich frage ihn einfach mal. Er wird ihm davon erzählen. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht möglich sein. Danke auf jeden Fall für dieses super Paket. Für diese super genialen Chilis. Seid ihr auch Chili-Fans, Chili-Liebhaber? Habt ihr hier eine Sorte erkannt? Na gut, ich habe es wahrscheinlich hier alles eingeblendet. Und dann muss ich mal gucken. Das wird auf jeden Fall hart. Das wird brutal. Und dann schätzt das nicht. Das ist kein bisschen Gemüse. Das ist schon richtig was, was an die Gurgel geht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim Test, beim Tasting. Dankeschön an Brainy. Dankeschön an PH. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich habe die jetzt mal alle aus dem Karton raus und habe die hier mal auf den Teller verteilt. Die möchte ich euch mal kurz zeigen, weil der Teller sieht einfach richtig genial aus. Sieht aus wie eine schöne Chili-Platte hier, Pizza-Platte, was weiß ich. Guckt euch das doch mal an. Diese braunen Schokoteile. Hier die gelben Habanero wahrscheinlich, was das ist. Die Carolina Reaper, glaube ich, das. Das hier Stendaler Tod, hat er die genannt.
weil das ist irgendwie eine Eigenzüchtung, weil der kommt ja aus Stendal. Dann hier noch die großen Roten, die kleinen Roten und hier drüben die gelben. Das sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Sieht aus wie eine Gemüseplatte mit Fleischklößchen hier hinten in der Ecke. Ich muss jetzt irgendwie lagern, ein bisschen, und hoffen, dass sie mir nicht verschimmeln. Ich frage Brainy nochmal, ich schreibe mal einen Zangel an, schicke dir mal ein Foto davon, mal gucken, wie der das findet, was der dazu sagt. Mal gucken, ob sie es überleben, bis der Hannes kommt, bis Besuch kommt, bis irgendeiner kommt. Oder die Mama sagt, ach, ich mach das mit dir, kein Problem. Carolina Riba wollte ich schon immer probieren. Gell? Oder was sagst du? Nur über meine Leiche. Ja, das kriegt man schon hin. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses.